Ich habe vor 3 Monaten die Schule verlassen, also habe meinen Abschluss und ich war die Erste, die sich gemeldet hat. Ich möchte es gerne machen. Kick-off für einen neuen Ausbildungsweg bei Envia. Genita ist eine von 12 Jugendlichen, die am 1. September ihre Ausbildung beginnen. Der Fachpraktiker-Service in sozialen Einrichtungen versorgt diese mit mehr Personal. Die Zielgruppe, Förder- und Hauptschülerinnen mit Lernbeeinträchtigungen, werden in Zukunft das Pflegepersonal entlasten und ihre Zeit den Schützlingen in Behinderten-, Alten- und Krankeneinrichtungen widmen. Die Jugendlichen kümmern sich um alles, wofür dem Fachpersonal die Zeit fehlt. Ich finde, das ist eine große Chance. Nächstes Jahr wollen wir das nach Bonn ausrollen. Auch die Uniklinik Köln ist schon interessiert. Es soll nicht nur eine katholische Sache sein, es sollen evangelische, auch andere. Der Initiative zweier Kölner, Dr. Manfred Lütz vom Alexianer Krankenhaus sowie Pfarrer Franz Meurer, ist es zu verdanken, dass in Envia heute die Ausbildung koordiniert und begleitet. Nur 1% aller Förderschüler bekommen direkt nach der Schule in Deutschland eine Lehrstelle. Das geht nicht. Insgesamt nur 7%. Das heißt, die anderen bleiben in irgendwelchen Hilfstätigkeiten oder 400-Euro-Jobs hängen. Wir haben gesagt, da muss was passieren. Und wir haben vor 4 Jahren einen Modellversuch gestartet auf Bundesebene. Envia hat es auf Bundesebene gestartet und hatte große Erfolge. Und dieser Modellversuch sollte jetzt umgesetzt werden. Und mit Pfarrer Meurer und Dr. Lütz hat es, wie Sie sehen, geklappt.